Steinschlag. Das glaube ich nicht so wirklich, dass es ein Steinschlag war. Wir haben nicht genügend. Naja. Hey da, die Dame. Was tut ihr denn so weit draußen? Und auch noch um die Uhrzeit. In ein paar Stunden kommen die Knochenreißer aus ihren Höhlen. Und wenn euch was an eurem Leben liegt, würde ich zusehen, dass ich dann weit weg von hier bin. Knochenreißer? Was? Seid ihr den ganzen Weg hierher gekommen, ohne jemals eins von diesen Biestern gesehen zu haben? Nachts sind die meisten von ihnen zumindest hier im Tal in ihren Höhlen. Aber zur Morgendämmerung kommen sie in der Regel raus, um nach Beute zu suchen. Und leider zählen Menschen wie wir beide zu dem, was sie am liebsten fressen. Okay. Ob ich davon weiß? Das könnte man so sagen. Hinter diesem Tor befindet sich das Tal von Silberhain. Und... wisst ihr was? Ich wollte zwar gerade die Tore schließen, aber... wenn ihr sowieso auf der Suche nach unserem Dorf seid, kommt doch einfach rein. Zur Mittagsstunde mache ich hier wieder auf. Aber die Zeit könnt ihr ja nutzen, um das zu suchen, was ihr da drinnen sucht. Was meint ihr? Madame Talara brennt vorzüglichen Bananenschnaps, falls das irgendetwas für euch wiegt. das weiß ich natürlich nicht, aber irgendwo muss Vertrauen ja anfangen, oder? Und ich habe bei euch ein gutes Gefühl im Magen. Das muss vorerst genügen. Okay. Das freut mich doch zu hören. Dann mal hinein. So, unser Dorf erreicht ihr, wenn ihr der Straße folgt. Irgendwann kommt ihr dann zur Oase. Und direkt dahinter an der Klippe zum Strand liegt Silberhain. Wir haben es wirklich schön dort. Es wird euch gefallen. Seit der Junge die Silberader entdeckt hat, lebt man hier wirklich wie in Inodan. Erstmal hier alles aufmachen. Ups. Na, komm schon, lass mich das... Ach Mann. Nein. Ach Mann. Ja. Zack. 51 Groschen. Das ist nicht ohne. Ich glaube nicht, dass der von dieser Straße redet. Ich meine, der redet von der unteren Straße. Ich hoffe es zumindest mal. Mal gucken. Hier ist also die
Oase. Schick, schick. Komisch, dass das hier alles nicht das Stehlen bedeutet. Egal. Wir können trotzdem weitergehen. Überall rote Lampen. Robotaks gemischt waren. Hast du schon gehört? Ryneos Vater hat angeblich diese Metallkugel aus der Stadtruine wieder zusammengebaut. Ach wirklich? Und für was ist das Ding gut? Das habe ich selbst noch nicht ganz verstanden. Aber Tahara meinte, dass es in Ark einige Leute geben würde, die dafür ein Vermögen zahlen würden. Angeblich ist das nämlich Sternlingswerk. Und zwar richtig altes. Nur zu ärgerlich, dass sie nie ihre Finger daran bekommen werden. Die würden es doch nur benutzen, um daraus wieder irgendein Mordinstrument zu machen. Beim rechten Weg. Ich bin wirklich froh, hier zu leben und nicht da draußen. Naja, ich mach dann mal weiter. Bis später. Ja, bis später. Okay. Schreitet wohl. Gern doch. Was hast du denn so Schickes? Ein Feinstahlschild. Das gehört allerdings zur schweren Rüstung. Okay, du bist also komplett auf schwere Sachen ausgelegt. Was ist eigentlich hier mit dem habe ich keinen Thalium-Erz habe ich sogar. Ich habe keinen Seelenstein mehr. Das ist komisch. Normalerweise habe ich doch immer so ein paar Seelensteine. Expertenbücher. Oh, nee. Schreitet wohl. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Meine ganzen Seelensteine sind weg. Schreitet wohl. Moment mal, ihr... Ach, einerlei. Ach, ihr seid doch Eterna, nicht wahr? Eure Ohren, sie sind, naja, anders. Ein Ort, was ihm wert, nicht von dannen zu ziehen. Der Pfad, der von mein Fass zog davor. Mein Weg, den er nie getrat. Mein Fass zum Gruß. Ich habe hier aber wirklich... Schreitet wohl! Frame-Probleme. Wahrscheinlich.
weil Skyrim noch nicht so Verdeckungsengine und so weiter hat und tatsächlich alles berechnet, was man sieht. Also, was die Grafikkarte zeichnet. Und wenn ich jetzt allein hier jetzt, ich sehe eigentlich nur das, aber wahrscheinlich berechnet die alles noch dahinter. Ja, komm. Silberhain Reuss. Hallo zurück. Was kann ich für euch tun? Wie meinen? Aha, das ist interessant, weil ich glaube, euch noch nie gesehen zu haben. Aber naja, das Leben ist manchmal voller seltsamer Zufälle. Was wünscht ihr? Ziehvater trifft es besser. Aber ja, das bin ich. Wieso fragt ihr? Kennt ihr Reneus? Dringend gleich? Dann tut euch keinen Zwang an. Reneus Zimmer ist hier gleich gegenüber. Ich glaube, er liest gerade, aber er freut sich immer über Gesellschaft. Ja, jetzt gesund ist. Vielleicht, ja. Aber andererseits, ich glaube, dass Vertrauen immer mit Vertrauen belohnt wird, wenn ihr versteht. Und in all der Zeit, die ich schon in Silberhain lebe, hatten wir noch nie ein ernsteres Verbrechen oder Probleme durch Reisende. Insofern... Ihr stellt viele Fragen, gute Frau. Aber gut, wieso eigentlich nicht? Wisst ihr, ich bin Witwer. Mein Gefährte und ich wollten damals immer ein Ziehkind haben. Aber das Leben hier war hart, bevor Reneus die Silberadern entdeckte. Ständig mussten wir uns vor Verlorenen und Getier in Acht nehmen. Und das, was wir geschürft haben, reichte gerade mal aus, um selbst über die Runden zu kommen. Und als mein Gefährte starb, waren meine Gedanken erst einmal woanders, wie ihr euch denken könnt. Tja. Aha. Und als dann eines Tages Reneus vor meiner Türschwelle lag, schreiend und allein, war mir klar, was ich tun musste. Vielleicht ist es auch irgendwo meine Art, das Andenken meines Gefährten zu ehren? Ich weiß es nicht. In jedem Fall bin ich froh, dass, welche herzlose Gestalt auch immer Reneus ausgesetzt hat, es getan hat. Hier in Silberhain sind wir alle eine große Familie. Und es tut Reneus so gut, Menschen zu haben, die ihn bedingungslos akzeptieren. Okay. Tja, das weiß nur Malfas selbst. Aber Fakt ist, dass nur ein paar Monde nach seiner, Ankunft, seine Geschwüre einfach begannen abzuheilen. Und nur ein Jahr später konnte er laufen und lachen, wie die anderen Kinder auch. Es ist ein Wunder. Ein wahres Wunder. Aber wisst ihr was? Ob Reneus jetzt krank geblieben wäre oder nicht, es hätte für uns in Silberhain keinen Unterschied gemacht. Wir hätten ihn niemals verstoßen, wie der, der ihn hier ausgesetzt hat. Denn Reneus ist ein guter Mensch. Und das ist alles, was zählt. Erschreckt. Wer bist du? Du kommst nicht von hier, oder? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ark? Das ist doch da draußen, oder? Na, dann bist du jetzt bestimmt ganz froh hierzu. Hey, Torus, was soll das? Och Mensch, das gibt's doch nicht. Das ist mein Lieblingsstofftier. Du bist doch sicher schnell, oder? Meinst du, du kannst Torus für mich fangen und ihm den Stoffbär wieder abnehmen? Ich will nicht, dass er ihn irgendwo im Sand verbuddelt. Dann sehe ich ihn nie wieder. Würdest du? Mensch, das ist wirklich lieb von dir. Dann schnell, geh gleich los, bevor er dir noch entwischt. Ab nach draußen. Malfas zum Gruß. Boah.
Das kann ich ja so gut wie gar nicht spielen. Oh, ist das schrecklich. Ist das schrecklich. Ich muss ihn in eine Ecke drängen. Wie kann ich das machen? Oh,